Naja, dann wollen wir mal wieder, ne? Wie viel haben wir jetzt? 2. 6 Stück müssen wir. Eigentlich kann man diesen kleinen Pisser auch gut ausmanövrieren. Wir brauchen nur... Irgendwie müssen wir uns nur den Slenderman fernhalten. Das ist ja auch so einfach in dem Spiel. So, kurz das Headset mal wieder richtig machen, damit ich mich mal wieder selber höre. Okay, hier waren wir schon. Okay, der kleine Spacko ist wieder da. Ja, schon wieder seine kleinen abgebrochenen Schritte. Boah, du... Alter, schrecke mich an so einen Kasten. Okay, 4 haben wir, oder? Ja, 2. Da ist der nächste. Ja, jetzt müssen wir natürlich... Wo ist Nummer 5? Hau ab, hau ab! Wieder verkacken, nur wegen einem blöden Generator. Das wäre schon echt kacke. Oh, waren wir hier beim letzten Mal auch schon? Von da. Oh, da ist er. Scheiße. Dich brauchen wir nicht. Keiner will dich, Junge. Fahr nach Hause. Ich würde gerne mal wissen, warum wir immer diesen Flash kriegen, wenn er auftaucht. Weil... Boah, Alter. Das ist immer hasse, wenn dieses Bam-Geräusch auf dem Ohr ist. Der will es aber jetzt wissen. Ich kann nicht laufen. Ich habe so eine Ahnung, als wenn wir die ganze Zeit im Kreis laufen würden. Wir müssen nach oben.
Ah, nee, dich wollen wir nicht. Ich kann schwer nicht laufen. Ach, wieso können wir eigentlich nie laufen? Ist das, weil er uns betäubt oder was? Ja, hallo, schön, dass es dich gibt. Ach, hau ab. Lauf an ihm vorbei, lauf an ihm vorbei. Komm schon, lauf an ihm vorbei. Lauf, lauf, Junge, lauf. Gib alles. Den haben wir ja. Wo könnte der letzte sein? Pfeile schicken uns nach oben. Ah, guck an, da waren wir noch nicht. Da könnten wir noch mal gucken, ob da noch ein Generator ist. Was sich ja alles hier verändert hat. Hier oben ist nichts los. Hier ist nur ein Generator. Wäre auch interessant, wenn es vielleicht immer ab und zu mal so einen kleinen Hinweis geben würde. Wenn wir in die richtige Richtung gehen, ob er auftaucht. Wir gehen in die richtige Richtung. Der taucht auch auf. Ey, das wird... Könnte es so einfach sein? Immer wenn er irgendwo auftaucht, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, das wäre mal ein geiler Faktor. Wo denn? Wie denn? Oh, 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 nee, nee, nee. Dann gehen wir hier lang. Ah, ich kann schon nicht laufen. Und da bricht mir fast der Daumen durch, weil ich den Petzora... Alter, los, jetzt lauf aber mal um dein Leben. Hier, nein! Du kriegst mich nicht. Nein, 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 so fangen wir erst gar nicht an. Scheiße. Jetzt aber weg hier. Alter, jetzt wird's aber hier kritisch. Oh, ey, der will's echt wissen, der Junge. Nein, 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 nein. Alter, was ist denn das? Er lässt uns einfach nicht durch. Wir müssen hier weg. Alter. Jetzt lauf endlich. Er läuft. Endlich bewegt. Jetzt merkt der Charakter endlich, dass es um seinen Arsch geht. Alter, und da ist er schon wieder. Jetzt geht gar nichts mehr. Ich kann nicht mehr laufen. Ist vorbei. Es ist vorbei. Nein! Zum Glück ist dieser scheiß kleine Sack hier nirgendwo. Alter. Steht doch hier gleich schon wieder irgendwo. Die Pissnelke. Geh nach Hause, keiner braucht dich. Na los. Alter, was ein Krampf. Weh, wir haben es jetzt nicht geschafft. Ach du Scheiße, es geht weiter. Boah, Donnerwetter, ey. Ich habe mir fast einen Daumen gebrochen am Pad. Aber ich sehe schon, wir haben extrem stark überzogen. Und ich glaube, ich werde mir mal so ein bisschen die Folge zurechtschneiden. Und ich möchte die Folge hiermit beenden. Und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge von Slender The Arrival wieder dabei seid. Und ich sehe gerade, wir sind am Arsch, denn die Batterie ist alle. Also, haut rein, macht was Sinnvolles noch und tut mir doch mal leid, dass eure Boxen heute gelitten haben. Ciao!